Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über drei Themen sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was sie für mich bedeuten und wie sie für mich zusammenhängen und warum sie so eine große Bedeutung für mich haben. Und das erste Thema ist Geduld und Ruhe im Mama-Alltag. Weil das ist ein Thema, was ich so oft angefragt bekomme. Wie kann ich einfach geduldiger mit mir sein, geduldiger im Umgang mit den Kindern sein? Wie kann ich einfach Ruhe bewahren? Man hatte einfach auch so diese direkte Verbindung zu den Kindern. Also wenn ich ruhiger und gelassener bin, dann sind es ja die Kinder auch. Und im Gegensatz, wenn ich halt nicht ruhig bin und wenn ich schnell mal aus der Haut fahre, weil ich halt nicht gelassen bin, dann hat das natürlich auch eine sehr negative Auswirkung auf unsere Kinder. Und wir tun dann in diesen Extremsituationen oftmals Dinge oder sagen Dinge, die wir sonst nie tun oder sagen würden. Und da sind Sekunden entscheidend. Da entscheiden wirklich Sekunden. Dieses, werde ich jetzt laut oder kann ich noch den Schalter finden, um umzuswitchen, um doch ruhiger zu werden, um aus der Situation herauszugehen. Und da gibt es natürlich so ein paar Methoden, auch gerade in solchen extremen Konfliktsituationen, wo Sekunden entscheiden, was man dann tun kann. Aber ein großer Umschalter ist natürlich auch, wenn ich meine Grundeinstellung einfach auch ein bisschen ändere. Das heißt, wenn ich vom Grund auf einfach entspannter werde, weil ich ruhiger bin, wenn ich im Vorfeld schon nach Alternativen suche, also wenn ich mal Situationen, in denen es schiefgegangen ist, in denen ich die Geduld verloren habe, reflektiere und mir da im Vorfeld schon überlege, wenn das wieder mal passieren sollte, was für Alternativen habe ich denn? Oder was kann ich im Vorfeld schon ändern, damit diese Situation vielleicht gar nicht erst wieder eintritt? Außerdem muss man natürlich immer dran denken, das ist so wichtig, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Du entscheidest, wie du dich fühlen möchtest. Du entscheidest, ob du ruhiger sein möchtest. Du entscheidest, ob du gelassener sein möchtest. Wenn du dich dafür entschieden hast, dann geh auch den Weg dahin. Das kann niemand für dich übernehmen und auch niemand ist schuld daran, dass du nicht ruhig bist und nicht gelassen bist. Das ist etwas, was du von dir aus ändern kannst. Wichtig ist bei dem Thema auch der Punkt Abgrenzung. Also ich muss mich auch für mich abgrenzen. Einfach auch mal sagen zu können, okay, nee, ich kann gerade nicht. Nee, das nervt mich gerade. Ich fühle mich gerade so oder so. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, zu sagen, wie man sich wirklich fühlt, da auch Begriffe für zu finden, auch ehrlich zu sein, aber sich auch abzugrenzen. Das heißt, auch mal Nein zu sagen oder mal zu sagen, nein, ich kann mir gerade deine Probleme nicht anhören. Ich habe gerade zu viele selbst. Ich kann mir das nicht noch draufholen. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Thema. Oder auch so eine vernünftige Einstellung haben zum Thema Versagen, zu Fehlern. Weil wir sind nicht perfekt. Wir machen alle Fehler. Das ist völlig normal. Wir sind keine Maschinen. Wichtig ist nur, dass wir dann aus unseren Fehlern lernen. Und dass wir einfach eine vernünftige Einstellung dafür haben. Dass wir uns nicht jedes Mal, wenn wir doch mal versagen oder einen Fehler machen, uns das komplett aus der Bahn wirft. Sondern dass wir sagen können, okay, es ist halt so, es ist jetzt passiert. Beim nächsten Mal mache ich es anders, alles wieder gut. Beziehungsweise auch im ganz Allgemeinen so eine optimistische, zuversichtliche Einstellung zum Leben zu haben. Dann verändert sich auch sehr, sehr viel, wenn ich einfach schon so vom Grund her ein Optimist bin und zuversichtlich bin. Und das ist nichts, was man nicht lernen könnte. Du musst nur den Weg gehen. Der erste Schritt ist, zu merken, was brauche ich. Okay, ich möchte gelassener werden. Der zweite Schritt ist, mich dazu zu entscheiden, etwas dafür zu tun. Und dann fange ich an, in kleinen Schritten diesen Weg zu gehen. Und ich werde ihn immer weiter gehen, bis ich irgendwo da bin, wo ich gerne sein möchte. Und bei mir ist es ja wirklich so, ihr kennt mich, ich bin einfach ein sehr ruhiger Mensch und ich bin auch ein gelassener Mensch. Also es muss schon viel passieren, damit ich aus der Haut fahre, damit ich laut werde, dass ich meine Ruhe verliere. Dadurch, dass ich auch sehr ruhig bin, sind meine Kinder, natürlich es sind Kinder, aber ich finde, wenn ich so manchmal andere Kinder sehe, sind sie doch von ihrer Grundart schon ruhiger. Die rasten auch gerne mal ein bisschen aus, aber das gehört zum Kindsein einfach dazu. Aber so finde ich, habe ich schon ganz gut getroffen. Das hat aber auch was damit zu tun, was ich einfach vorlebe. Und ja, ich bin von Natur aus so ein Mensch. Aber als Mutter bist du einfach Extremsituationen ausgesetzt. Und dadurch, dass ich Yoga mache, dass ich meditiere, dass ich einfach auch meine Ansichten über bestimmte Dinge geändert habe, gerade auch was das Thema Versagen und Fehler anbelangt, hat sich da nochmal auch viel bei mir getan. Und das zweite Thema ist natürlich Zeitmanagement und Organisation. Das ist im Mama-Alltag das A und O, weil wir sonst einfach nicht durchblicken und völlig gestresst werden,
weil es ist nun mal sehr, sehr viel. Es ist sehr, sehr viel, was wir im Alltäglichen zu beachten haben, zu organisieren haben. Und es hilft uns ungemein, wenn wir das im Griff haben. Wenn wir eine Routine haben für Essenspläne, Einkaufslisten, To-Do-Listen, Haushaltspläne, wenn sowas zu unserer ganz normalen Routine gehört, zu unserem Standard gehört, dass es da Pläne gibt, da kann ich drauf gucken und dann weiß ich Bescheid, dann vergesse ich auch nichts. Aber dann gibt es natürlich auch so kleine Hacks und Tipps und Methoden, wie ich das besser angehen kann. Ne? Zum Beispiel eine 30-Sekunden-Regel. Alles, was weniger als 30 Sekunden dauert, das kannst du jetzt in dem Moment machen, wo es dir einfällt. Weil sonst vergisst du es wieder und dann fällt es dir erst wieder zu spät ein. Oder du ärgerst dich dann darüber, dass du es nicht gemacht hast. Oder diese kleinen aufgeschobenen Aufgaben, die stapeln und stapeln und stapeln sich dann wieder. Und wenn wir gut organisiert sind, wenn wir ein gutes Zeitmanagement haben, dann sind wir auch ruhiger und gelassener, weil wir wissen, es läuft alles. Wir müssen uns nur an unsere Pläne halten und es läuft alles, es wird nichts vergessen. Und deswegen, diese drei Themen, die ich heute anspreche, die bauen alle so aufeinander auf. Ne? Und wie gesagt, wenn ich ein gutes Zeitmanagement, eine gute Organisation habe, bin ich wiederum ruhiger und gelassener. Durch ein gutes Zeitmanagement kann ich mir auch Auszeiten für mich nehmen, was mich auch wieder ruhiger und gelassener wird, weil ich Energie tanken kann, was für uns Mamas natürlich sehr, 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 sehr wichtig ist. Und das dritte Thema, und ihr wisst, das ist mein liebstes Thema, ist Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Also die ersten zwei Themen waren natürlich auch sehr im Außen. Ne? Ruhe und Gelassenheit ist bei vielen von euch gerade so im Hinblick auf die Kinder. Wie reagiere ich denen gegenüber? Ist also etwas außen, aber natürlich auch viel innen. Zeitmanagement und Organisation hat natürlich auch viel mit dem Außen zu tun, aber auch dem Innen, also dem Stressabbau bei uns. Und Selbstliebe und Selbstbewusstsein ist jetzt mal nur so ein Thema hier in uns drin, was aber auch ganz, ganz viel im Außen wieder mit uns macht. Denn wenn wir als Mütter selbstbewusst sind, wenn wir uns selbst lieben, dann geben wir das natürlich an unsere Kinder weiter. Weil wir sind ein Vorbild. Unsere Kinder werden so, wie wir es ihnen vorleben. Und wenn wir ein selbstbewusstes Vorbild sind, was sich liebt, selbst liebt, dann wären unsere Kinder auch solche Erwachsene, die selbstbewusst sind und die sich selbst lieben. Wir müssen es ihnen nur zeigen, wie das geht. Und wenn du dich selbst liebst und wenn du selbstbewusst wirst, dann bist du einfach freier. Du bist gelassener. Du bist glücklicher. Und wir alle wollen glückliche Mamas sein. Und all diese drei Themen, ich habe gerade gesagt, wie die so ein bisschen auch für mich zusammenhängen. Für mich sind das so ein bisschen die Grundpfeiler einer guten Basis, dass ich eine bessere Mama sein kann, weil ich einfach in mir ruhe, weil ich einfach besser organisiert bin und weil ich mich selbst liebe. Und aus diesen drei Modulen habe ich ein Online-Programm gebaut. Und zwar ist das mein Online-Programm Mama sein, ich bleiben. Das ist ja so mein Motto. Und das besteht genau aus diesen drei Modulen. Aus Geduld und Ruhe bewahren, Zeitmanagement und Organisation im Mama-Alltag und natürlich auch Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Und dieses Online-Programm startet jetzt im September das allererste Mal und das wird ein Folgeprogramm sein, was immer wieder abläuft. Und im September starten wir wirklich mit dem Thema Geduld und Ruhe bewahren. Im Oktober ist es dann das Thema Zeitmanagement und Organisation und im November dann nochmal Selbstliebe und Selbstbewusstsein und erst dann nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, startet das Programm dann wieder von vorne. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit und ich denke, das werde ich auch nur in diesem Jahr so machen, im nächsten Jahr wird das Programm dann auch ein Ticken mehr kosten, dass ihr den ersten Monat als Probemonat nutzen könnt. Das heißt, diesen allerersten Monat, den September, wenn ihr da teilnehmen wollt, bezahlt ihr nur 47 Euro einmalig. Und nach dem September könnt ihr dann entscheiden, wollt ihr die anderen zwei Module des Online-Programms auch noch machen, also auch noch Zeitmanagement und Organisation und Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Wenn ihr die weiteren zwei Module dann auch machen wollt, bezahlt ihr dann für beide Module zusammen nochmal 107 Euro. Und was ist alles dabei? Also, ihr bekommt natürlich Input, also ganz viele Informationen. Ihr bekommt ganz konkrete Übungen und Aufgaben von mir. Ihr bekommt Meditation. Ihr bekommt ein Workbook, wo ihr auch alle Dinge festhalten könnt. Und wir machen jeden Monat zwei Live-Calls. Das heißt, wir treffen uns bei Skype. Da gibt es Termine. Und dann bin ich live damit dabei. Und wir machen dann Live-Übungen zusammen. Ihr könnt mir dann auch ganz konkret Fragen stellen, die ihr schon zu vorangegangenen Modulen habt in dem Monat.
Und im Nachgang bekommt ihr dann alles zur Verfügung gestellt. Also wenn das Online-Programm zu Ende ist, bekommt ihr alle Audios, alle Übungen, alle Meditationen, das Workbook, das bekommt ihr dann alles nochmal zur Verfügung gestellt, um das natürlich dann auch rückwirkend nochmal machen zu können. Manche Übungen will man öfter machen, die Meditation will man natürlich öfter machen. Und manchmal will man einfach nochmal schauen, was habe ich gemacht? Oder ich bin jetzt wieder mal in einer extremen Situation und ich weiß gerade nicht weiter. Was waren denn so die Tipps, die ich bekommen habe? Also das bekommt ihr dann im Nachgang alles zur Verfügung gestellt. Wenn ihr da Lust drauf haben solltet, wenn das eure Themen sind, dann findet ihr alles Weitere jetzt unten in der Infobox verlinkt. Dann kontaktiert mich sehr gerne, dann sagt mir gerne Bescheid, dass ihr dabei sein möchtet, dass ihr den ersten Probemonat für 47 Euro mitnehmen wollt und danach entscheidet ihr dann einfach, ob ihr weitermachen möchtet. Ich würde mich sehr auf euch freuen. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Gerne könnt ihr mir natürlich auch schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt. Und wir sehen und hören uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!